Hallöchen, liebe Bücherfreundin, herzlich willkommen im Osterwochenende. Und es ist im Grunde auch schon, ja, das letzte Wochenende im März, denn nächste Woche ist tatsächlich schon April. Und es ist unglaublich, wie mal wieder die Zeit gerannt ist. Gerade diese Woche war ja meine Urlaubswoche und irgendwie schwups ist sie auch schon vorbei. Aber sie war sehr schön, sie war sehr ruhig, sie war sehr entspannt. Ich habe viel gelesen, viel Serie geguckt, Filme geguckt, Freunde getroffen und hatte ein paar ganz, ganz tolle Tage. Zwar zu Hause, aber auch da ist es natürlich schön. Ich habe zwei Bücher komplett geschafft und ein drittes angefangen. Und beginnen werde ich mit Das Beste, was wir tun können, ist nichts von Björn Kern. Und dann werde ich gelesen das neue Buch von Jojo Moyes, Über uns der Himmel, unter uns das Meer. Und wann beide Rezensionen anfangen, findet ihr unten natürlich in der Infobox. Und dann habe ich als E-Book angefangen Für immer Holly Hill. Das ist der dritte Teil der Reihe von Alexandra Pilz. Dazu werde ich aber noch nicht allzu viel sagen. Ich habe jetzt, glaube ich, so fast die Hälfte habe ich jetzt wohl gelesen gestern und auch schon vorgestern Abend angefangen. Und es wird die Woche aber ein im Bann von Buchreihen-Video dazu geben, sodass ihr da wirklich von der ganzen Reihe ein bisschen informiert werdet und erfahrt, wie ich dann eben auch den Abschluss der Reihe gefunden habe. Und ja, wir fangen jetzt einfach an mit einem Buch, zu dem es leider gar nicht so viel zu sagen gibt. Ja, Das Beste, was wir tun können, ist nichts von Björn Kern, erschienen im Fischer Verlag, jetzt aktuell im März. Und hat 256 Seiten, kostet als Taschenbuch 9,99 und habe ich bei einer Leserunde von Lovely Books gewonnen und habe da auch mitgemacht. Und bis auf die Rezension habe ich, glaube ich, auch schon alle Leseabschnitte befüllt. Was hat mich an dem Buch interessiert? Ich bin ja zurzeit auch so ein bisschen dieser minimalistische Typ geworden, der jetzt schon sehr viel ausgemistet hat, sich sehr viele Gedanken darüber macht, auch über dieses Mindstyle, was wieder so ein Trendwort ist. Aber ich suche eben auch nach Wegen, um entspannt zu sein, keinen Stress groß aufkommen zu lassen, weil Stress ist definitiv Gift. Und seit meiner Krankheit im letzten Jahr weiß ich das einfach nur zu genau, wie es dahin kommt und was dann das Ende des Stresses sozusagen ist. Und ich habe mir von diesem Buch ein bisschen versprochen, dass da so ein paar Weisheiten drin sind, wie man wirklich alltäglichen Stress vielleicht vermeidet und eben einfach mal nichts tut. Das Buch war aber ganz anders als erwartet, das kann ich schon mal vorneweg geben und es war wirklich nicht mein Buch, das möchte ich auch schon als erstes sagen. Björn Kern erzählt uns hier in sehr kurzen Passagen, in sehr, sehr kurzen Kapiteln, was ich wirklich sehr schwierig beim Lesefluss fand, wie er irgendwie nichts tut. Und die meiste Zeit verbringt er mit diesem Nichtstun irgendwie auf einer Bank und erzählt uns, was alle anderen Menschen tun und warum sie es scheinbar tun und warum er das nicht tut. Das beginnt schon irgendwie, dass er irgendwie aufs Land zieht, sich ein baufälliges Haus kauft, weil er eben glaubt, dann in so einem Haus, wenn er da wohnt und wenn ihm das sozusagen gehört, dann muss er nicht mehr für das Haus arbeiten gehen. Und dass aber ein baufälliges Haus irgendwie auch Arbeit bedeutet, ja, okay, lass mich so stehen. Erzählt er uns eben auch, dass er irgendwie keinen Schnee schippt, weil der schmilzt ja eh irgendwann von allein. Totale Logik, ich weiß nicht, möchte man nicht aus seiner Haustür irgendwie raus, wenn da 2 Meter hoch Schnee liegt? Ich weiß es nicht. Also es gab so Dinge, es waren keine Tipps wirklich drin, man konnte immer mal schmunzeln. Worüber ich nicht lachen konnte, war dieser neckische Nachbar, der wohl lustig sein sollte, aber gar nicht meinen Humor getroffen hat. Tut mir echt leid, ich habe dann wahrscheinlich keinen Humor. Das war definitiv nicht meiner. Ich fand es sehr überspitzt, was mich sehr gestört hat, weil es einfach so dann von der Realität weg war. Und auch so diese Idee, warum sein Kind in eine Kinderkrippe geben, um dann für das Geld, was das kostet, arbeiten zu müssen, wenn man nicht auch das Kind einfach selbst aufpassen hätte können. Das sind so Theorien, wo sich bei mir alles so sträubt und wo er auch einfach die Menschen so beurteilt und verurteilt. Oder die Putzfrau, und dafür muss man dann wieder arbeiten, um die Putzfrau bezahlen zu können. Dabei könnte man doch selbst putzen.
Ich habe jetzt auch keine Putzfrau, fände es aber sehr cool, eine zu haben. Allein diese ständige Staubsaugen und Bügeln würde dann entfallen. Ich weiß nicht. Ich mochte manchen Ansatzgedanken in seinen Büchern. Also, dass man tatsächlich sich einfach mal auf eine Bank setzt und die Natur genießt, da bin ich absolut dabei. Ich glaube, dass uns das wirklich sehr, sehr viel bringen kann, dass wir Menschen nicht gemacht sind für 8 Stunden Arbeit am Tag. Davon bin ich auch überzeugt, dass es eigentlich auch anders funktionieren könnte und müsste. Aber unsere Gesellschaft hat gar nicht, glaube ich, bereit ist für diesen Schritt, weil was machen die Leute dann, die aus Arbeit bestehen? Die haben ja nichts anderes. Also kenne genügend Menschen, die sagen, bei einem Lottogewinn von 24 Millionen würden sie weiterhin arbeiten gehen, weil was sollen sie daheim? Also für solche Menschen ist Arbeit definitiv gut und wenn sie darin ihre Erfüllung finden, ist das für mich auch in Ordnung. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich mochte seine Verurteilung einfach nicht. Was er sehr kritisch angeht, ist diese Konsumgesellschaft. Da konnte ich bis zu einem gewissen Maß auch mitgehen. Ja, wahrscheinlich kaufen wir tatsächlich zu viel. Das ist tatsächlich wahrscheinlich so. Aber es geht hier dann schon los, warum Blumen Zwiebeln kaufen, die im Frühling blühen und die im Herbst mühevoll einpflanzen. Das verstehe ich nicht. Also gerade predigt er noch Natur und dann mag er nicht, dass Leute was einpflanzen. Ich meine, dann gibt es auch irgendwann keine Natur mehr, wenn der Mensch da nicht aktiv. Also ihr seht, irgendwie, ich bin nicht warm geworden mit dem Buch und was mich auch wirklich gestört hat, war diese Überspitzung, es war diese Verurteilung und es waren diese kurzen Lesekapitel, die zwar schön war, um es zwischendurch einfach mal zu lesen und man hat drei so Lesekapitel relativ schnell gelesen, aber es konnte dadurch keine Situation entstehen, in die man sich irgendwie hineinversetzen konnte. Und es war eben auch manchmal ein bisschen widersprüchlich. Und ja, es war kein gutes Buch. Also vielleicht lag es auch wirklich an meiner Erwartungshaltung, dass die eine andere war. Aber mir fehlen da auch die Worte, wenn ich ehrlich bin hier. Ja, ist schade, aber man kann es manchmal eben nicht ändern. Ja, dafür ein bisschen positiver. Über uns der Himmel, unter uns das Meer. Das neue Buch von Jojo Moyes ist jetzt Ende Februar erschienen. Hat 510 Seiten, kostet als ja Klappbroschur 14,99 €. Ist im Rowohlt Verlag erschienen und wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Ja, Jojo Moyes, ich habe einiges von ihr gelesen. Ich glaube, mir fehlt aktuell nur ein Buch von ihr, das ich noch nicht gelesen habe. Und ich mag die Autorin sehr, sehr gerne. Sie hat nicht immer absolut meinen Geschmack getroffen. Also ein ganzes halbes Jahr war toll. Ein ganz neues Leben fand ich sehr toll. Im Grunde die Fortsetzung. Ich mochte auch Weit weg und ganz nah. Hieß das so? Wo habe ich Jojo Moyes? Ich glaube sogar irgendwo hinter mir stehen. Weit weg und ganz nah. Und noch eins war auch gut. Und deswegen. Von einer guten Autorin, da hat man natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Und wenn uns Jojo Moyes nun ein Buch schreibt über 600 Frauen sozusagen, die im Jahr 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg auf einem Flugzeugträger von Australien nach England reisen, verspreche ich mir davon natürlich etwas. Es spielt eben nach dem Zweiten Weltkrieg und viele Soldaten haben scheinbar australische Frauen geheiratet und die sie auch nur Tage irgendwie kannten. Und die Frauen machen sich jetzt eben auf den Weg in ihre neue Heimat nach Großbritannien, nach England, zu ihren Ehemännern. Und manche bekommen ein wunderbares Kreuzfahrtschiff und andere eben einen Flugzeugträger. Und dieses Buch ist auch ein bisschen angelehnt an die Familiengeschichte von Jojo Moyes, was es sehr interessant gemacht hat und ist auch gespickt mit Zitaten, beziehungsweise ja auch so Zeitungsartikel, Ausschnitten aus dem echten Leben, aus der echten Zeit, was die Kapitelanfänge auch sehr spannend gemacht haben. Wir verfolgen vier weibliche Protagonisten, wenn man so möchte. Wir haben einmal eine Krankenschwester, Frances. Und die ist eben auf dem Schiff, die Angestellte, also eben auch selbst war sie wohl im Kriegseinsatz. Und ja, sie hat da so ein paar Gefühle für den Soldaten Henry, den wir im Buch eben auch besser kennenlernen. Dann haben wir die schwangere Margaret oder Margaret, wie auch immer, und die tatsächlich ein bisschen
mütterlich schon ist und wirklich so, ich würde fast sagen, das Oberhaupt dieser Truppe wird und einfach eine sehr liebenswürdige und feinfühlige Protagonistin ist, die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Dann haben wir die sehr kindliche 16-jährige Sean oder Jean, Jean wahrscheinlich, weil es ja mit J geschrieben wird, die Jean. Und ja, die war mir teilweise ein bisschen zu kindisch. Ja, die hat irgendwie nichts ausgelassen an Flirts, was es irgendwie gab, aber sie hat das sehr charmant gemacht. Hat mich ein bisschen an die Blanche aus Golden Girls erinnert. Und dann haben wir Avise, wie auch immer man das aussprechen möchte. Bei mir war es Avise. Und ja, ich würde sagen, das ist so die Arrogante in diesem, in diesem Häuslein hier, in dieser Geschichte. Und so haben wir vier ganz unterschiedliche Charaktere, die eben uns von ihrer Reise auf dem Schiff erzählen. Wir erfahren das wirklich aus der Sicht der jeweiligen Protagonistin und wissen auch in der Regel sehr, sehr schnell, wer wir gerade sind. Natürlich spielen auch die Charaktere so ineinander ein und treffen sich dann eben auch und erleben so eben eine Überfahrt der ganz besonderen Art. Was mir unglaublich gut gefallen hat, war die Idee, war das Setting und war die Charakterbildung. Ich konnte mir die Frauen und auch teilweise die dazugehörigen Männer bildlich vorstellen. Es war lebendig, es war echt, es war greifbar und es war total intensiv. Und das fand ich, also es waren echte Charakter, hatte man das Gefühl. Und man hatte, man könnte wirklich meinen, die gab es und die erzählen aus ihrem Leben. Und das war so realistisch und man hatte wirklich Bilder im Kopf, man hatte Szenen im Kopf und man war einfach dabei. Man war einer dieser 600 Frauen, die eben mit diesen vier Frauen gelebt hat. Und ich fand es unglaublich toll, wie uns hier Jojo Moyes in die Geschichte mit hineingezogen hat. Und das hat mich wirklich sehr, sehr begeistert. Leider war das erste Drittel unglaublich langatmig. Es ist irgendwie nichts passiert. Es hat lange, lange, lange gebraucht, bis irgendwann überhaupt mal etwas losging, bis etwas Spannung aufkam. Es war mir wirklich teilweise, man hätte da auch wirklich 150 Seiten sparen können. Ich fand es wirklich manchmal zu viel Umschweife, zu viel Ausschweife. Ich fand es wirklich teilweise einfach zu viel Passagen, in denen nichts passierte oder man nicht spürte, dass es irgendwo hinging. Und man hatte auch zu viele Informationen zu Dingen, die dann überhaupt nicht mehr relevant waren. Und das ist so, wo man denkt, und was mache ich jetzt mit too much information? Das ist so nicht greifbar und fand ich persönlich einfach ein bisschen unnötig. Ich mochte aber wirklich die Vorstellung, diese Reise, die diese Frauen angehen, fand ich wirklich unglaublich spannend und es war wirklich eine interessante Geschichte, nur leider sehr, sehr langatmig. Das fand ich wirklich, die 500 Seiten, das hat sich manchmal schon so ein bisschen zäh angefühlt. Es gab Momente, die wirklich toll waren, die man auch dann, wo man schnell mal 50, 60 Seiten inhaliert hat. Aber dann kamen halt wieder 50, 60 Seiten, die sich sehr gezogen haben. Ja, also es ist ein gutes Buch, definitiv. Und vielleicht sind meine Erwartungen an Jojo Moyes einfach auch zu hoch. Aber ich mochte wirklich die Idee und ich mochte die Charaktere, die da drin sind, weil die wirklich so echt waren und lebendig. Und das mag ich an Geschichten sehr gerne, wenn man da einfach ein bisschen mitgehen kann. Ja, das zu Jojo Moyes. Dann habe ich die neue Happy Way gelesen diese Woche. Bevorzugt morgens im Bett. Ja, da liebe ich sowas. Das ist noch nicht, wo man so sein Hirn so richtig anstrengen muss. Aber man liest trotzdem was Sinnvolles. Und ich mochte das Heftchen wieder. Ich mag ja diese Hefte unglaublich gerne. Egal, ob es die Flow ist, ob es die Herzstück ist, die Happiness, die Happy Way. Ich mag die alle unglaublich gerne und kaufe die wirklich regelmäßig. Und hier haben wir sehr viel über Glücksgefühle, wir haben Glücksreisen, wir haben Yoga für den guten Geist, wir haben so ein bisschen in Richtung der buddhistischen Götter, die es eben gibt, für was die stehen. Und das fand ich wieder mega, mega interessant. Man hat mir bei den buddhistischen Göttern jetzt nichts Neues erzählt, aber es war sehr interessant, das mal in so einer komprimierten Art und Weise zu lesen. Und ich kann diese Magazine wirklich nur empfehlen, wer sowas gerne mal lesen möchte, wer sich da mal drauf einlassen möchte und dann wirklich zum Beispiel auch wunderschöne künstlerische Grafiken irgendwie sehen möchte, der ist wirklich bei diesem Magazin richtig. Und ich glaube, die Happy Way ist sogar mit die günstigste bei 4,80. Ich glaube, die anderen kosten alle 5 Euro und aufwärts. Also absolut auch empfehlenswert. Auch diese Ausgabe fand ich ganz, ganz toll.
Ja, für immer Holly Hill habe ich angefangen. Wie gesagt, ich bin erst knapp bei der Hälfte. Dazu wird es aber, ich vermute mal, für den Dienstag auf jeden Fall ein im Bann von Buchreihen-Video geben, weil ja jetzt der dritte Teil dann somit auch der letzte ist, was ich sehr, sehr schade finde. Aber ich freue mich jetzt auf den Abschluss der Reihe und möchte noch gar nicht so viel verraten, weil es wird definitiv ein extra Video dazu geben. Ja, was gab es diese Woche noch? Ich glaube, ich muss, also zur Buchmesse werde ich gar nicht mehr allzu viel heute sagen. Ich habe ja ein Video hochgeladen am Donnerstag. Das verlinke ich euch gerne mal in der Infobox, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ich habe meinen Tag in Worte gefasst und habe das als so Revue passieren lassen. Und ich ziehe immer noch sehr, sehr viel Energie aus diesen Gesprächen und ich verlinke es euch unten mal in der Infobox, solltet ihr es noch nicht gesehen haben. Dann war meine Woche geprägt von, ja, was soll ich sagen, Game of Thrones Staffel 5. Ja, ich habe sie ja absichtlich auch wirklich direkt zum Erscheinungstag gekauft, weil ich gesagt habe, ich möchte das im Urlaub nutzen und sieht die fünfte Staffel nicht toll aus. Ja, ich habe sie verschlungen. Also es ist faszinierend, man guckt sich eine Folge an und denkt sich, ach eine geht noch und schwupps hat man irgendwie ein bisschen was über 2 Stunden 30, glaube ich, davor gesessen und man merkt es nicht. Es ist eine Hammer-Serie und sie lässt am Ende so viele Fragen offen. Und weil Game of Thrones eine extreme Leidenschaft in den letzten 3 Monaten von mir geworden ist, ich glaube, ihr habt das hier auch gemerkt, ich glaube, es gibt keinen Wochenrückblick, wo es nicht irgendwas über Game of Thrones zu erzählen gibt, habe ich mich entschlossen, auf meinem Zweitkanal einen Game of Thrones Talk einzuführen und den wird es wohl immer montags geben. Mal gucken, ob ich den Zeitplan so drin halten kann. Und guckt gerne mal auf meinen Zweitkanal, findet ihr in der Infobox. Da geht es am Montag dann los mit dem Game of Thrones Tag, wo ich von der lieben Vilja getaggt wurde, ich den jetzt aber im Grunde auf meinen Zweitkanal packe, obwohl eigentlich ist es ja der Erstkanal, den gibt es ja eigentlich länger, aber das klingt immer so komisch. Also auf meinen Lifestyle-Kanal wird es jetzt wöchentlich einen Game of Thrones Talk geben, wo ich einfach meiner Leidenschaft, meinen Gedanken, meinen 1000 Fragen und meinen noch mehreren Theorien dazu im Grunde freien Lauf lasse. Also wenn euch das interessiert, guckt mal auf meinen Lifestyle-Kanal Steffis Bunte Welt. Abonniert den, dann seht ihr die Videos im Grunde auch immer. Und es wird auch so ein bisschen was umgestellt auf den Kanal, also schaut da einfach gerne mal vorbei. Ja, Katze randaliert. Game of Thrones Staffel 5, das ist ja jetzt wirklich die letzte Staffel, die es sozusagen gab, die auch noch auf den Büchern mehr oder weniger basiert ist. Die sechste Staffel wird ja als Serie eher da sein als das Buch. Ich glaube, gab es da schon jemals, dass man eine Buchverfilmung hatte und dann waren die Serien, die Filme schneller als die Bücher? Ich würde sagen, nein, aber ich wüsste gerade nicht. Ich weiß nicht, wie es bei Vampire Diaries ist. Da gab es ja, glaube ich, anfangs auch mal nur 4 Bücher und dann gingen die Bücher ja irgendwie weiter und die Serie, ich weiß gar nicht, wie es da ist, aber da kenne ich mich auch echt nicht aus. Eine Hammer-Serie, die mich immer wieder in den Bann zieht. Und auch tolle Specials, die ich mir jetzt noch nach und nach anschauen werde. Ich habe jetzt, glaube ich, nur 1 oder 2, Anatomie einer Episode. Hier wird eine Episode wirklich von vorne bis hinten beleuchtet. Und neue Charaktere und neue Orte, das habe ich mir auch schon angeguckt. Sehr, sehr toll. Also man hat mich damit. Also es geht ja jetzt auch am 25. April, wer Sky hat, Sky Atlantic, glaube ich, ist das, geht es ab 21 Uhr los, direkt einen Tag nach der amerikanischen Veröffentlichung der Folge wird die deutsche Folge da sein und ich bin so gespannt und ich fiebere diesen Tag so hin und ich will jetzt endlich, dass es weitergeht. Was echt hart wird, ist, dass nur wöchentlich eine Folge kommt und man hier halt wirklich suchten kann. Also, ja, so ist es. Tolle Staffel und ich bin immer wieder begeistert von dieser Serie und was die mit mir macht und wie die mich mitnimmt und ich muss es jetzt einfach rauslassen und ich hoffe, ihr habt da dann auf dem anderen Kanal auch ein bisschen Lust zu. Jetzt machen wir einen kurzen Break, weil ich sehe, die Zeit der Balken ist bald voll und ja, bis gleich. Und dann geht es weiter mit einer nächsten Serie, die ich diese Woche auch gesuchtet habe. Und zwar war ich auf der Suche nach einer neuen Serie, die mich ähnlich fesseln kann wie Game of Thrones. Und es gibt ja eine Theorie zu Game of Thrones, dass es sich dabei ein wenig um die Rosenkriege in England handelt.
Und diese Theorie habe ich stark verschlungen und meine weiterführenden Gedanken dazu gemacht. Und das Ende sozusagen der Rosenkriege, oder ja, wie sage ich das jetzt? Also es geht die Rosenkriege und dann kommt ein König hervor, und zwar Heinrich der VIII., Henry Tudor. Und ja, ich habe jetzt tatsächlich mit den Tudors angefangen. Ich habe die Serie nicht wahrgenommen, als sie im Fernsehen lief. Es gibt 4 Staffeln. Alle 4 Staffeln habe ich mir über Rebuy bestellt. Ich glaube, alle 4 Staffeln mit Porto unter 20 Euro. Ich finde, da kann man für 4 Staffeln absolut nichts verkehrt machen. Und Staffel 1 habe ich tatsächlich diese Woche schon durchgesuchtet. Ja, ich muss gestehen, sie ist sehr gut, aber sie kommt nicht an Game of Thrones ran. Das kann ich schon vorneweg sagen. Also sie nimmt einen ein. Und gerade diese Intrigen am englischen Hofe fand ich immer toll. Und ich mag auch diese Zeit, wo es dann wirklich so um Religion ging, um Macht ging, um ja den Adel ging. Und Heinrich war ja auch dafür bekannt, dass er die Kirche im Grunde losgelöst hat und er sich selbst ja im Grunde als dann auch das königliche, das göttliche Oberhaupt hingestellt hat, also den Papst sozusagen abgelöst hat, wenn man so möchte, zumindest in England. Und bin ein absolut Jonathan Rhys Meyers Fan. Also ich finde, der ist perfekt getroffen. Er macht einen genialen Henry Tudor aus. Und ich habe die erste Staffel diese Woche tatsächlich durchgeguckt. Also auch 10 Folgen, knapp 50 Minuten. Was mir hier ein bisschen fehlt, ist die Verwaschung von Gut und Böse, was ja bei Game of Thrones wirklich besonders ist. Da mag man ja jemanden, dann irgendwie entwickelt er sich gegebenenfalls und zeigt ganz andere Seiten. Hier in der Serie ist schon bis jetzt zumindest relativ klar, wer ist Gut und Böse. Und auch trotz aller Intrigen ist einem schon klar, wenn einer eben Intrigen macht. Und man sieht halt wirklich nur den Erzählstrang mehr oder weniger von Heinrich, von Henry. Und das ist natürlich, ja, es ist halt nur ein Erzählstrang, und man ist schon so verwöhnt von Game of Thrones. Nein, war unglaublich spannend, ich mochte die Intrigen, ich mag gerade das Szenario, wo wir gerade drin sind. Es ist sehr viel Sex und man hat wirklich das Gefühl, Henry hatte nichts anderes zu tun als hier irgendwem irgendwo. Also, ja, es ist schon ein bisschen zu viel des Guten. Aber der Unterschied ist natürlich, dass es hier alle mehr oder weniger freiwillig tun, was ja bei Game of Thrones nicht immer der Fall ist. Ja, ich habe auf jeden Fall alle 4 Staffeln mir direkt besorgt. Das ist die 2. Staffel, mit der geht es dann sozusagen weiter. Die 3. Staffel sieht dann wieder ein bisschen anders aus. Die ist dann wieder anders verpackt. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so war, ob man da auch irgendwie hätte vielleicht drauf achten können müssen. Es war mir aber im Grunde, wenn ich ehrlich bin, eigentlich auch egal. Und die 4. Staffel sieht dann wieder so aus wie 1 und 2. Ist für mich auch absolut in Ordnung. Also ja, da sieht man ihn dann sozusagen mit seinen 6 Frauen. Hatte der 6 Frauen? Ich glaube ja, ne? Ja, zudem gibt es dann noch ein paar ganz andere gut aussehende Männer. Also man kommt hier als Frau definitiv nicht so kurz, was gut aussehende Männer angeht. Eine spannende Serie, die wirklich schon nah an der Historie ist. Ich habe aber schon die ein oder andere historische Abweichung entdecken können. Und was mich persönlich ein bisschen stört, ist, dass man kein Zeitgefühl in der Serie hat. Also man hat ja das Gefühl, das geht alles zack, 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 zack und irgendwie passiert das alles innerhalb von 2 Jahren, vielleicht im Höchstfall. Gerade wenn man dann halt Schwangere sieht, ich bin schwanger, ups, da ist das Kind. Das sind halt tatsächlich 9 Monate oder lassen wir 7, 8 sein, bis man es als Frau, also vielleicht dann zur damaligen Zeit wirklich gemerkt hat. Das ist so ein bisschen, wo man kein Gefühl hat, wie viele Jahre eigentlich vergangen sind. Ich meine, er hat ja doch 40 Jahre knapp regiert, was glaube ich für die damals auch relativ lang war, aber er hat sich eben mit gewissen Tätigkeiten jung und sportlich und gesund gehalten. Könnte man zumindest meinen. Ja, so, Schluss mit Serien, aber das ist einfach was mich diese Woche begleitet hat. Ansonsten habt ihr vielleicht gesehen, dass sich das Kanalbild ein bisschen verändert hat, der Kanalbanner hat sich verändert, es wird jetzt noch ein neuer Trailer kommen, das Intro hat sich verändert, das habt ihr vielleicht ja jetzt im Grunde schon gesehen. Ja, ich hatte diese Woche tatsächlich mal ein echtes Fotoshooting, eine liebe Freundin von mir, die liebe Kati von Miss Pickabell ihr findet alles in der Infobox zu ihr, ist Fotografin und wir hatten irgendwie bei einem Abendessen mal die Idee, ob wir nicht mal so ein kleines Projekt zusammen machen und so ein bisschen eben was eben mich mit meinen Büchern zeigt und
ja, wir im Grunde einfach da mal was gemeinsam machen. Und das war diese Woche am Dienstag soweit und es war total komisch, auf einmal so fotografiert zu werden. Also man kennt das ja nicht, man filmt sich ja immer so allein und dahinter steht ja niemand. Also natürlich doch der Kameramann und da ist die Make-up-Töse und wie heißt die immer beim Guido? Und nein, aber das ist schon irgendwie merkwürdig, wenn einen dann wirklich jemand fotografiert. Aber sie hat das unglaublich toll gemacht. Sie hat mich schon sehr, sehr begeistert mit den Bildern und haben mich direkt weiter inspiriert, eben auch all das ein bisschen zu ändern. Und ja, das Intro hat dann meine liebe Schwester diesmal gebastelt. Findet ihr ihren YouTube-Kanal auch mal in der Infobox. Sie hat zwar, macht zwar auf diesem Kanal nichts zu diesem Thema, also sie hat so eine Art Koch- und Back-Kanal, also nicht nur so einen, sie kocht und backt auf diesem Kanal und macht das auch sehr, sehr cool mit Schnitt und toller Musikunterlegung. Und die ist da einfach ein bisschen begabter wie ich, was dieses ganze Videogedöns so zu tun hat. Aber ich wollte was Kleines, was Schlichtes und sie hat es wirklich toll gemacht. Und ja, ich fand das eigentlich mal ganz schön. Ich finde, der Frühling braucht Neues und ich habe gerade so viel irgendwie Energie, habe ich das Gefühl. Es kam wahrscheinlich jetzt wirklich in dem Urlaub samt dem inspirierenden Gesprächen einfach am Samstag auf der Leipziger Buchmesse, die mir wirklich Knöpfe angedrückt haben. Und ich denke, man muss einfach das machen, was einen mit Leidenschaft zum Brennen bringt. Und es ist ja, gibt ja auch irgendwie diesen Spruch, nur wenn du selbst mit Leidenschaft brennst, schaffst du es bei anderen, eine Flamme anzuzünden oder irgendwie so. Ich krieg's nicht mehr komplett hin, aber so ist es tatsächlich. Und wenn man für was brennt, dann sollte man das teilen, dann sollte man das machen. Und ich fand das jetzt einfach passend für den Kanal hier und dann eben auch einfach für meinen anderen Kanal, wo ich mit einigen Sachen nicht so zufrieden war und immer dachte, ja, das ist immer so, das machen irgendwie alle gefühlt. Und ja, es ist auch in Ordnung, aber ja, es ist auch hier natürlich, jeder macht einen Büchermonat, jeder macht Neuzugänge und so, ja, aber das ist ja gerade das, was uns Bücherfreunde eben auch einfach so zusammenbringt, dass man eben sich gerne über Bücher unterhält und das sind eben die Formate, wo man viele Bücher und gerade bei so einem Büchermonat, wo man eben auch viel Info zu einem Buch bekommt in einem Video und die Wunschliste wächst doch bei jedem Büchermonat von anderen, oder? Sind wir mal ehrlich. Aber ja, und ich wollte meinen ganzen Veränderungstatendrang jetzt im Grunde einfach mal hier mit ein bisschen Energie in die beiden Kanäle packen, damit mir alles wieder Spaß macht und ihr eben auch einfach spürt, ja, dass ich Spaß habe und hoffentlich habt ihr dann auch einfach Spaß. Und das klingt jetzt schon wie das Wort zum Sonntag. Und ich glaube, ich habe auch gar nichts mehr groß zu der Woche zu erzählen. Was habe ich ein bisschen an Filmen geguckt? Ja, es gibt ja auf Sky gerade diese Prinzessinnenwochen, also es sind jetzt 2 Wochen, seit einer Woche gibt es den und zwar hat man aus dem Sky Hits Kanal den Sky Disney Prinzessinnen Kanal gemacht, finde ich so toll, ich könnte da auch den ganzen Tag gucken. Angefangen von Ariel über Rapunzel, die Eiskönigin, Mulan 1 und 2, also Ariel auch 1, 2, 3, über Dornröschen, Cinderella, die alten Filme 1950, Schneewittchen, der alte Film, ganz, ganz toll. Plötzlich Prinzessin mit Anne Hathaway 1 und 2, dann irgendein Film, wo sogar Johnny Depp mitspielt, Into the Woods, den ich noch gar nicht kannte, den haben wir uns jetzt mal aufgenommen, den werden wir mal gucken. Ich liebe es, also ich bin da total dabei, ich finde das so schön und da könnte man wirklich auch einen ganzen Tag auf diesem Kanal verbringen. Also ich habe jetzt schon einiges geguckt. Ich habe auch Rapunzel schon 2-mal geguckt, das geht bei mir immer. Auch Eiskönigin, ganz aktuell, heute Morgen kam aus dem Bett gestiegen, wupp, schon gesehen, oh ja, muss ich gucken, Elsa und Anna, toll. Die Musik, das ganze Vieh, ich liebe diesen Film, bin zwar kein Freund von Winter, aber diesen Film liebe ich. Und spätestens dann, wenn sie ihr Eisschloss baut, ach, da bin ich total drin. Und da komme ich mir dann auch vor wie 5 oder 6 und oh, ich möchte gerne Elsa sein, ja. Wollen wir mal wieder ernst werden? Nein, also ja, das ist echt was mich nach wie vor begeistert und das innere Kind wirklich aufweckt und das innere Kind sich da echt freut. Und da ist man dann auch noch Kind. Also das kriegt man, entweder man hat's oder man hat's nicht. Und wenn man es hat, dann kriegt man es auch nicht mehr raus, habe ich das Gefühl. Also ganz, ganz toll und ich liebe diesen Sender. Leider ist er jetzt nur noch eine Woche da. Ich glaube, es war halt wirklich für die Osterferien, für diese Osterzeit einfach gedacht. Und ich finde auch toll, dass wirklich so diese Disney-Prinzessinnen eben ausgewählt wurden. Hat doch was, oder? Also finde ich sehr, sehr schön und ja, tolle Filmauswahl. Ja, da war ich auch ein bisschen unterwegs. Also wie ihr seht, es war tatsächlich buchlastig, es war serienlastig, es war filmlastig.
Nebenbei habe ich auch noch ein paar Freunde getroffen, habe schöne Abende gehabt und habe den Urlaub wirklich genossen. Und ja, es ist einfach schön, wenn man Dinge tut, dann tut, wann man sie eben auch machen möchte. Also wenn man aufsteht, wann man eben wach ist, wann man ins Bett geht, wenn man müde ist, wenn man isst, wenn man Hunger hat und ja, einfach das macht, was man will und nicht, wenn es halt dann die Uhr irgendwie vorschreibt. Also das ist wirklich was, ja, wo ich denke, dazu ist der Mensch, glaube ich, viel mehr gemacht als zu diesem um 6 Uhr aufstehen, 7 Uhr Arbeit, 15 Uhr fertig, Mittagessen um 12. Ja, also ich glaube, dass da, ich glaube, der Körper ist definitiv für ein bisschen mehr Eigengefühl und man bekommt es dann auch relativ schnell wieder rein, ne? Also man hat dann trotzdem seinen Rhythmus, man hat trotzdem vielleicht auf 1 Uhr Hunger oder geht gegen 0 Uhr ins Bett, so wie ich, oder kurz nach 0 Uhr. Aber es ist einfach ein ganz anders, wenn man auch einfach aufsteht, weil man halt wach ist. Und das ist deswegen trotzdem nicht um 12, sondern trotzdem um 9, halb 10. Gut, einmal habe ich ein bisschen länger geschlafen. Aber der Körper weiß es einfach. Und ja, ich glaube, wir nehmen unserem Körper viel zu viel irgendwie ab, indem wir mit Uhren darin rumfuschen. Apropos Uhr, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir stellen morgen die Uhren um und wir stellen die Uhr vor. Ja, das heißt von 2 auf 3. Das heißt, uns fehlt nachts eine Stunde und ich bin morgen total unausstehlich, weil es komplett meinen Körper wieder durcheinander wirft. Ich bin froh, dass wir dann Montag frei haben, dass sich der Körper daran gewöhnen kann. Für mich ist egal, welche Zeitverschiebung, immer ein Jetlag. Ich bin da total außer Fluss und denke immer irgendwie auf die Uhr, irgendwas ist doch komisch. Es geht auch mit den Katzen so, die eben dann gerne irgendwann gefüttert werden wollen. Und also für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, morgen am Ostersonntag werden die Uhren umgestellt. Das ist ja auch immer, glaube ich, der letzte Sonntag im März. Ist immer die Uhrenumstellung. Und Ostern ist deswegen so bald, weil der Vollmond schon diese Woche war. Und Ostern ist ja immer der Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Und deswegen trifft das dieses Jahr alles so aufeinander. Und es ist schon nicht so ein toller Osterzeitpunkt. Da finde ich das im April immer ein bisschen angenehmer, weil es da ein bisschen wärmer ist. Aber jetzt kommen wir von klein nach groß und wollen wir ja nicht. So, also genug geplaudert. Ich wünsche euch heute noch einen tollen Samstag, morgen einen ganz, ganz tollen Ostersonntag. Ich hoffe, ihr findet eure Osternester, Ostereier, was auch immer ihr vielleicht noch sucht. Wenn ihr sucht oder wenn ihr schon Osterhase seid, dann auch viel Spaß beim Verstecken sozusagen. Und lasst es euch auf jeden Fall gut gehen an den Ostertagen. Es sind ja trotzdem auch ein Feiertag, wer ihn halt hat am Montag. Ich glaube, das ist ein Gesamtdeutscher, wenn ich mich nicht irre. Also hat den, glaube ich, soweit jeder. Und genießt einfach eure Zeit, macht, was ihr wollt, wozu ihr Lust habt. Und ich hoffe, ihr hattet auch mit dem Video ein bisschen Spaß und freut euch auf den Game of Thrones Talk am Montag. Wie gesagt, findet ihr alles ein bisschen in der Infobox. Schaut da einfach mal vorbei. Und ich glaube, das war es jetzt einfach. Macht's gut. Bis zum nächsten Video, wenn ihr wollt. Einen schönen Tag. Tschüss, eure Steffi.